hallo und herzlich willkommen. Heute wieder mit einem neuen Tor Review. Diesmal wieder mit Mia Rex vor und ich möchte euch heute präsentieren die Robots in Disguise. Hier mit den One-Step-Hyper-Changern oder Hyper-Change-Warriors, wie sie sich nennen. Und es sind die größeren, ungefähr im Voyager-Design von der Größe her, One-Steppern, die wirklich es auch in sich haben, sehr leicht zu verwandeln sind und trotzdem auch eine gute Beweglichkeit darstellen. Und heute natürlich mit Bumblebee. Bumblebee wird einmal im Robotermodus quasi geliefert, in seinem schönen Blisterkarton. Wir müssen allerdings darauf hinweisen, dass hier einfach mal hier vorne die Scheibe komplett fehlt. Das heißt, ihr könnt wirklich die Figur anpacken, was ich ganz gut finde. Ansonsten haben wir hier vorne das große Artwork von Bumblebee, wie er sich verwandeln lässt. Ziemlich simpel. Das große Transformers-Symbol. An der Seite nochmal Bumblebee. Hier unten haben wir einmal noch die andere Figur in dieser Größe. Das ist Grimlock. Den werde ich euch in einem anderen Review natürlich auch präsentieren. Und ja, was ich schön finde, ist halt, dass hier dieses Artwork einmal über die komplette Ecke geht. Das hat schon was. Und hinten sehen wir einmal die Verwandlung, wie sie vonstatten geht nochmals, aber in Farbe. Und natürlich Bumblebee an sich. Und hier unten natürlich, wie immer, die Hinweise auf die App. Hier anstatt mit Schwert, mit Axt in der großen Version. Das heißt, ihr könnt wirklich hier für die einzelnen Charaktere unterschiedliche Waffen mit den jeweiligen Figuren freischalten. Finde ich, ist ein schönes Gimmick. Was mich an dieser Figur so ein bisschen enttäuscht hat, muss ich ganz ehrlich sagen, ist nur eine kleine magiate Sache, die wirklich gar nicht mal so schlimm ist, trotzdem aber mir auffällt. Diese Figur wird geliefert ohne Waffe. Das heißt, ihr habt wirklich hier die Möglichkeit, ihm Waffen in die Hand zu geben, aber selbst sind keine Waffen mit dabei. Keine Schwert, kein Axt, kein gar nichts. Es ist einfach nur die Figur. Das finde ich ein bisschen schade. Hier hätte Hasbro wirklich noch ein bisschen mehr aus der Figur rausholen können. Auch gerade für Kinder ist es natürlich ziemlich wichtig, wenn die Actionfigur natürlich keine Waffen haben. Ja, die Figur im Fahrzeugmodus ist ziemlich schick. Gefällt mir sehr, es ist ein Muscle Car. Ihr seht selbst, vorne sehr bullig und ja, die Räder sind ein bisschen farblos, finde ich. Sind einfach nur schwarz gehalten, die hätten vielleicht ein paar silberne Akzente sehr gut gepasst. Ansonsten ist die Figur sehr schlicht und trotzdem echt geil vom Aussehen her. Wir haben hier vorne gegenüber der normalen Deluxe-Figur noch diese kleinen Bumper, dass die Figur im Robotermodus besser steht. Die machen aber jetzt im Fahrzeugmodus nicht allzu viel aus. Und hinten sehen wir jetzt umgeklappt den Kopf, der übrigens mit einem kompletten selbstständigen Verwandlungs-, so einem Automorph-Feature quasi nach oben klappt. Auch sehr schick. Ja, und die Verwandlung zeige ich euch jetzt mal, die ist ziemlich einfach. Ihr zieht einfach das ganze Frontchassis nach vorne. Ich zeige euch das noch einmal im Detail. Hier vorne, dieses Frontteil, klappt hoch. Voll automatisiert. Wenn ihr es nach vorne schiebt, dann geht es wieder zu. Und ansonsten bilden sich die Füße. Spreizen tun sie sich auch automatisch. So, jetzt habt ihr hier vorne einmal den Torso komplett langgezogen, den ich auch mit schönen Details verziert finde. Den sieht man übrigens gar nicht im Robotermodus. Und trotzdem hat er Details. Das finde ich ist sehr schön. So, ansonsten sehen wir jetzt schon die Arme, hier den Kopf. Und wenn ihr jetzt diesen Torso einmal dreht, so, und nach unten dreht, klappt automatisch dieses ganze Teil auseinander. Das heißt, ihr klappt das, ihr seht selbst, er fährt auseinander und der Kopf geht nach oben. Ist natürlich, dass ihn richtig einrasten, damit der Kopf auch richtig einrastet. Dafür habt ihr hier hinten so einen kleinen Pin, den die Scheibe quasi hineinfährt. Ihr müsst die Beine noch natürlich richtig auseinanderziehen, also verlängern. So, und wenn ihr jetzt das richtig zusammenschiebt, bis es einrastet, habt ihr quasi Bumblebee komplett verwandelt. Und ich finde, eine sehr schöne Figur. Die Beine sind natürlich nicht beweglich, die sind fest. Was ein bisschen schade ist, hier wäre es echt geil gewesen, wenn hier ein Kniegelenk drin gewesen wäre und hier oben in der Hüfte ein Gelenk. Aber gut, es ist halt ein One-Stepper. Die One-Stepper sind halt sehr eingeschränkt von der Beweglichkeit, aber gut, ist auch nicht so schlimm. Was die Figur allerdings kann, ist die Arme leicht im 45-Grad-Winkel nach vorne winkeln. Ich finde es schon besser als gar nichts.
Ja, ansonsten, der Kopf ist fest und lässt sich nicht drehen. Er lässt sich nur ganz leicht nach oben, nach unten winkeln, aber es hat was mit der Transformation zu tun. Die Figur selbst wird geliefert in einem sehr grellen Pink. Pink sage ich jetzt schon. Ach, was ist denn heute mit mir los? Gelb, mit schwarzen Verzierungen. Die Lichter sind blau bzw. rot. Ich finde es ein bisschen merkwürdig, dass hier vorne rote Lichter mit dran sind. Das sind eigentlich die Rücklichter. Aber gut, vielleicht sind es Laser oder sowas. Wir wissen es noch nicht. Die Serie kam leider in Deutschland ja noch nicht heraus. Ansonsten, hier hinten ist die Figur im Fahrzeugmodus ein bisschen, ja, karg. Das heißt, hier fehlen komplett Leuchten alles. Finde ich schade. Und die Rückscheibe ist nicht schwarz. Sie ist da, aber komplett gelb gehalten. Die müsste man selbst einfärben, damit es wirklich komplett ist. Ja, ansonsten, die Hände sind auch schön ausmodelliert, muss ich sagen. Aber auch nicht beweglich. Und das Gesicht vom Bumblebee ist jetzt, wie soll ich sagen, ein sehr ernstes Gesicht. Er guckt relativ böse. Finde ich aber ganz okay. Es hat mal was. Ist mal wirklich was anderes, anstatt immer dieser grinsende Bumblebee. Und vorne haben wir natürlich nochmal das Scan-Symbol quasi, um neue Sachen freizuschalten. Ja, das war's dann auch soweit für heute. Ich zeige euch nochmal ganz kurz, wie man ihn zurückverwandelt. Einmal die Beine zusammen, reinschieben, den Torso auseinanderziehen, rumklappen und einfach dann ineinander schieben. Und schon ist die Figur wieder im Fahrzeugmodus. Ziemlich schlicht, ziemlich einfach, ziemlich cool, wie ich finde. Die Figur kostet so in etwa, ja, 22 bis 25 Euro. Es lohnt sich auf jeden Fall, die Figur euch zu holen. Mir gefällt sie extrem gut. Sie ist sehr massiv. Sie ist nicht so, ja, ich würde sagen, ja, billig ist das falsche Wort, aber sie ist deutlich massiver und deutlich fester. Also man hat deutlich mehr in Händen als bei den Edge of Extinction One-Steppern. Und es lohnt sich auf jeden Fall. Und die Figur macht natürlich auch in der Vitrine extrem viel her. Und ja, ansonsten kriegt die Figur von mir im Fahrzeugmodus volle 10 von 10 Punkte. Was halt, wie gesagt, gefehlt hat oder fehlt, sind hier hinten Rückleuchten. Das ist halt sehr schade. Hier wäre es cool, wenn es hier so einen Aufsatz gäbe, der das hier ein bisschen verschließt und dann die das Nummernschild zeigt etc. Das ist hier nicht. Aber ansonsten ziemlich geil. Die Beweglichkeit der Figur im Robotermodus ist ein wenig eingeschränkt, deswegen hier nur 9 von 10 Punkten. Aber an sich echt Hammer und holt sie euch, wenn ihr es könnt. Ich hoffe, das Review hat euch ein bisschen gefallen. War natürlich mal wieder ein kurzes Review, aber auch hier, was will man bei den One-Steppern erwarten? Und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir uns dann das nächste Mal wieder sehen. Und hinterlasst mir ein Abo, ich würde mich freuen. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin, euer Rexfor.